Hallo, herzlich willkommen zurück bei WoW Legion oder Legion, je nachdem, wie ihr es sagen wollt. Wir sind jetzt wieder bei Lord Maxwell Tyrosus in Dalaran, geben jetzt die Quest ab. Es ermutigt mich, dass eure Suche von Erfolg gekrönt war, Trackroar. Wir haben eure Rückkehr erwartet. Yo, 46G, alter Schwede. 22.600 EP. So. Treffen am hoffnungsvollen Licht. Mit euch an unserer Seite wird die Legion fallen, dessen bin ich gewiss. Doch bevor wir zu den verheerten Inseln ziehen, müssen wir Hochlord Tyrion zur Ruhe betten. Für ein Paladin seines Kalibers ist nur ein Ort geeignet, das Sanktum des hoffnungsvollen Lichts. Eine geheime Bastion des Lichts, die unter unserer Kapelle verborgen liegt. Paladin aus aller Welt sind auf dem Weg, um an der Zeremonie teilzunehmen. Aber euer Beisein hätte Tyrion mehr bedeutet als das alle anderen. Natürlich! Das sagst du auch jedem, du alte. Billiges Mädchen! So, trefft euch mit den anderen Paladinen im Sanktum des hoffnungsvollen Lichts. Unter der Kapelle des hoffnungsvollen. Unter der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. In den östlichen Pestländern. Alles klar! Wie komme ich zu dem hoffnungsvollen Licht? Vielleicht hat er eine. In einer Kammer unter der Stadt haben die Kirin-Tor ein Portal zu Dalarans ehemaliger Heimat im Vorgebirge des Hügellands geschaffen. Die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts ist nicht weit von dort. Auf dem Runenweberplatz befinden sich Teleportationsplattformen, die euch zu der Kammer befördern können. Ich habe einen auf eure Karte markiert. Ah, dankeschön. Muss ich nicht den ganzen verkackten Weg dahin gehen. Und das hier. Ist das hier auch von der Allianz? Ach, die haben den Pump kaputt gemacht. Das sind wieder Repkosten. Okay. Unterhalb, sagte er, wa? Oder hier doch vielleicht mal hier rein. Vielleicht haben wir hier die Kammer der Wächter. Aha, ja, ja. Portal zum Dalaran, Dalaran-Dingens. Aha. Hui. Da kann man noch rein, oder? Aha. So. Jetzt los. Hä? Sollte das jetzt gehen, oder? Was ist denn das? Da muss ich da hinten in die Kanalisation rein. Man irrt ja hier stets und ständig umher. So. Gucken wir doch mal hier. Ich wieder einen Wege finden hier. Das ist doch wieder mal echt zum Kotzen. Kreis der Mächte. Hier ist nichts abgebildet. Weit. Oh, bitte reagieren wir doch mal ein bisschen schneller hier, verfickte Scheiße, Mann. Ich habe das auf der Karte markiert. Da kannst du unter den Portal, kannst du hinreisen. Am Arsch, Mann. Oh, fick dich doch, Mann. Verfickte Scheißrechnerpisse. Komm ich mal gegen die Wand, die Scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. So ein dreckiger Mistmann! Scheiß verruggelter Rotzfotz! Meine Fresse, ey! So, lass mich hier runterrutschen. Hier muss ich doch hin. Jetzt wird auf der Karte markiert. Das ist doch hier. Hüpf, rein da! Ist denn das für eine Scheiße, Mann? Hier fliegt der Gullideckel davon. Meine Fresse! Teleportier euch zur Kuh, bubu. Wo ist das denn, ey? So, hier soll es irgendwo sein. Aber hier ist es nicht. Ich hab das doch auf der Karte markiert. Ja, mach diesen beschissenen Platz doch noch beschissener zu finden. Was ist das hier? Was ist denn das jetzt? Wo komme ich denn jetzt hin? Oh, war bestimmt falsch. Das war bestimmt falsch. Oh, jetzt lädt der wieder nicht. Oh Leute, ich dreh durch, wirklich. Ich hab die Schnauze voll von diesem Laptop. Meine Fresse. Als ich damals noch gezockt hatte, na gut, das ist jetzt schon lange her, das ist zu PC-Zeiten, da hatte ich einen wesentlich schlechteren Laptop.
verwalteten Arm, die Turion oder so, ja? Turion 64 oder was weiß ich, mit 2 x 1,6 GHz. Ja, 4 GB RAM, naja gut, dafür hatte der, glaube ich, aber eine, hatte der, ich glaube, der hat eine Nvidia-Karte drin gehabt, immerhin. Hat schon anscheinend einiges ausgemacht, aber mit dem konnte ich wesentlich besser, mit dem war ich Raiden. Ruckelfrei. Und war die Grafik damals bei PC auch nicht so krass, okay. Aber ist jetzt nur auch nicht hier die übermäßige, heftige 3D-Grafik, ja? Klar, ist viel, was er darstellen muss, weil viele Menschen da sind, Spieler. Aber das ist hier doch der reinste Witz. Wie lange soll ich denn jetzt die Pisse hier laden, Mann? Ich hatte ja vorhin schon, bevor ich hier anfangen konnte, ne, wir haben es jetzt ja 17:51. Ich habe seit 17.17 Uhr versuche ich hier schon was. Habe schon das erste Mal Ladescreen gehabt, da hat gar nichts mehr reagiert, da musste ich schon wieder alles ausmachen und wieder anmachen. So sieht's aus. So. Was ist das denn jetzt hier? Die Kammer des Wächters. Sollte ich hier hin? Wo bin ich denn? In Dalaran. Oh, leck mich doch am Arsch! Fick dich! Oder warte mal kurz. Aha, hier ist der Würmgut-Tempel. Ah, hier wäre ich so hingekommen. Shadrat, Würmgut-Tempel, Dalaran-Krater. Benutzt das Portal zum Dalaran-Krater in Dalaran? Warum? Höhlen der Zeit. Für was ist das denn? Was ist das Ding? Ach ja, zum Hügel. Ah ja, im Hügelland war ja der Dalaran. Da war ja damals mal Dalaran. Stimmt ja. So, jetzt haben wir das nächste Ladescreen. Hoffentlich geht das wenigstens schneller. Geht ja wenigstens in die alte Welt. Da ist ja wohl die Grafik noch nicht so hoch. Das ist scheiße, wirklich, Leute. Das macht mir so viel weniger Spaß. Ja, super reagiert, verfickter Drecksscheiß. Was schmeißen der mich da oben raus, dieses toll programmiert Wizard? Dankeschön. Vielen Dank für nichts, du Scheiße, Mann. Na ja, bam, Alter. Knall dir meinen Schädel weg, dieser Fotze. Ist das eine Scheiße hier? Nee, du wirklich, bei sowas kann ich abkotzen. Da fliege ich hier runter, hör mal. Kann man mich da vorne mal vielleicht mal warnen? Dann bist du erstmal im Fall, da guckst du erstmal. Oh, Scheiße. Was ist das denn jetzt? Ach ja, warte mal, mach mal die Blase an. Oh, dein Laptop ist so schnell und so geil. Du klickst drauf und 2 Sekunden später hat er jetzt die Blase angeschmissen. Klatsch. Quasi so, wie man es aus so Cartoons kennt, ja? Die Leute klatschen auf und machen, und dann öffnet sich der Falsche, wenn sie im Loch drinne sind. So eine Kacke. Nee. Ach, ich muss doch zum westlichen Pestel in der Mensch. Nee, jetzt zum östlichen, aber Richtung westliche. Oder warte mal, bin ich jetzt bescheuert? Ja, da östliche. So der östliche Pestländers. Fliegt zur Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Des hoffnungsvollen Lichts. Zum Sanktum des hoffnungsvollen Lichts. Doppelt gemobbelt, ja? Zum Sanktum des hoffnungsvollen Lichts unter der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Mann. Krass. 1500 Quests, habe ich das auch schon? Wo kann man denn seine Erfolge nochmal gucken? Ach, da. Bei Erfolge. So, was haben wir denn? Ja, da haben wir schon ein paar gemacht. Unzähmbar, überragend, Bauzeichner, jojojo. So, das habt ihr alle, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, ne? Das habe ich ja so nebenbei gemacht. Was haben wir denn? Naja, viel haben wir noch nicht gerade, ne? Sondern im Allgemeinen. Stufe 100, toll! Das haben wir auch. Ja, bedürftig, episch, Habgier, Sicherheit angelegt, wie tief kann man fallen. Das kann man alles. Ja, der kommt demnächst. Erreicht mit 2 verschiedenen Klassen die Höchststufe. Ja, kriegt man auch noch. Erreicht mit sowohl einem Allianz auch als einem Horncharakter die Höchststufe. Das können wir auch hören. Ich wäre so gerne ein Millionär, aber auch noch bald schon mal. Wie weit sind wir da? Ja, sollte bald ja schneller gehen hier. Mit der Knete. Ich wäre so gerne mit in den Drenor, da muss ich noch ein bisschen. So, Quests, was haben wir da? 500 tägliches Brot, 20, 2000 Quests schon abgeschlossen, siehst du. Ja, das haben wir auch. Die Hemingway und Nothingberry, bla bla bla. Wie viel fehlen uns denn dafür noch? Ach, guck mal, 2661 haben wir ganz genau. Jut, jut, jut! Erkundungen. Na, Pandaria, Drenor, verheerte Insel, das muss ich alles noch machen, klar. Mit der Selfie-Kamera? Oh, ein Dingens kommend. So, was mal wieder auf Kurs bringen hier. Gucken wir mal wieder in die Erfolge rein. Was haben wir denn in Weltereignissen? Wow, Flammenwächter haben wir immerhin.
Respekt erschießen und aufgelisteten Mondfesterfolge, ja. Die Urahn von überall, ja. 10 Münzen der Urahn. Da fehlt mir auch nur eine. Ja, Weltereignis. Liebe liegt in der Luft, Nobelgarten. So ein Ding habe ich eigentlich nie gemacht. Großartig. Was haben wir noch? Ruf. 20 ehrfürchtige Fraktionen. 25. Na, da brauchen wir noch ein paar. Classic. Eieiei. Da haben wir noch nirgendwo. Das war nicht damals so mein Ding. Ruffarm war noch nie so, außer hier Dalaran oder was. Dass ich da irgendwas, danach ist, dass ich den Reittier krieg. Was ist denn das hier sonst? Heldentaten. Reittier. Zügel des Todesstreitrohrs. Da haben wir nix, da haben wir nix, da haben wir nix. Ja, Blutseele-Bukanier, okay. Da haben wir noch ein paar mehr mal hin. Nix Promotion. Naja. So viele Erfolgspunkte habe ich ja nur noch nicht. So, aber bla bla bla. Scheiß lange Aufnahme für nichts. Rumgeflattere. Gegen einen fucking Fahnen fliegen. Und jetzt wollen wir mal endlich in der hoffnungsvollen Kapelle einmarschieren. Man überlegt, damals stand nur das Teil da und hier an der Seite das ein bisschen war. Was optional fliegt zum Scheiß. Wieso optional? Kann ich mal gleich hinporten können oder was? Mal auf den Puff hier! Okay. Ich warte noch, bis alles lädt. Ach, Mann. So. Was ist er denn? Ja, so will ich euch sehen, Freunde. Query bei, was ist mit euch los? Wollt ihr euch nicht? Alles klar. Ah, warte mal, hier schreiten wir mal ganz erhaben lang. Für den Uta Leitbringer. Ja, Leute. Kniet nieder, der König ist da. Der Wahrheitshüter. Das ist true. Tada! Dadam. So, genug der Spaßerei. Das ist aber schön gemacht hier, ne? Das sieht ja schick aus. So, Lord Maxwell Terrosos, erzähl. Die Paladine von Azeroth müssen alle hinter einem einzigen Anführer stehen. Nach Tyrions Ableben seid ihr am würdigsten, den Titel Hochlord zu tragen. Wenn ihr euch bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen, schreibt euren Namen in dem Buchband der uralten Könige. Dann werden in euren Namen vor den Anwesenden sprechen. Ach, dann werde ich euren Namen vor den Anwesenden sprechen. Der Orden der Silbernen Hand wird wieder zum Leben erweckt, mit euch als Champion. Begründet den Orden der Silbernen Hand mit Hilfe des Buchbands der alten Könige. Wäre geil, wenn ich das als einziger auf dem Server oder weltweit hätte, das wäre toll. Aber so hat es ja jeder Paladin. Diese tapferen Männer und Frauen brauchen einen Anführer-Tracker. Eure Taten zeigen, dass ihr die erste Wahl seid und diese Bürde tragen könnt. Kommt, ich werde in euren Namen zu ihnen sprechen. Ich habe wenigstens einiges durchgemacht. Andere, die jetzt den Paladin auf Level 100 einmal so hochschießen und vorher noch nie gespielt haben, ja, die wissen noch gar nicht, was los ist. Paladin Azeroth, ihr habt euch hier versammelt, um den Verlust von Hochlord Tyrion Fordring zu betrauern. Für viele war er ein Vorbild. Er verkörperte das Ideal, nach dem wir alle streben. Dann ist denn der gestorben? Oh, hier, der hat die geilste Paladin, die es gibt. Finde ich optisch. Oh! Lasst uns einen großen Soldatenanführer und Freund mit einem Moment des Schweigens ehren. Im Licht sind wir. Was ist los? Was sind wir im Licht? Im Licht sind wir eins, Bruder, in Ewigkeit. Schreibt euren Namen auf den Buchband der uralten Könige, damit die Zeremonie beginnen kann. Machen wir. Tragt euren Namen in den Buchband ein. Trackroar, der Champion an meiner Seite, dessen edle Taten ihr alle kennt, wurde vom Licht erwählt, um Tyrion als Hochlord nachzufolgen und unseren Orden zu einer mächtigen Waffe im Kampf gegen die Legion zu machen. Ja, wartest du mal? Ja, schon positionieren hier, wenn jemand in der Mitte.
Gemeinsam stehen wir gegen die nahe Dunkelheit. Wir müssen uns von den weltlichen Fesseln lossagen. Wir müssen zusammenstehen. Die Blutritter sind auf eurer Seite, Hochlord Trackwar. Azeroth wird nicht fallen. Ja, Lady Liadrim. Wir schreiben uns eure Sache, wir verschreiben uns eure Sache, Hochlord. Verteidiger Bobos. Heute wird Dorn der silbernen Hand wiedergeboren. Gemeinsam werden wir Sargeras das Fürchten lernen. Für das Licht! Begründet den Orden der silbernen Hand. Ist ja hier der Gänsehaut, ey. Mein Leben lang habe ich Paladin gespielt hier bei WoW. Also eine sehr lange Zeit. Von beschissen bis kacke und jetzt bin ich ein Hochlord. Es hat sich gelohnt. Wir haben es vollbracht, Hochlord Trackwar. Der Orden der silbernen Hand ist neu geboren. Das Schmieden neuer Stärke. Selbst die furchtlosesten Fürsten der Legion fürchten sich auf dem Schlachtfeld. Vor euch. Dennoch schaffen sie ohne Unter das immer furchtbarere Schrecken und Unholde, in der Hoffnung, eure Stärke etwas entgegensetzen zu können. Hochlord, wir müssen eure Macht verstärken, um die Oberhand zu behalten. Der Altar vor euch enthält die Essenz unzähliger Helden des Lichts, die in diesen heiligen Hallen bestattet wurden. Platziert eure Waffe darauf und verleiht ihr dadurch neue Stärke. Erfüllt eure Waffe mit neuer Macht. Hier. Wer bist du denn? Willst du mich huldigen? Schwinde hier! Ich bin hier Hochlord! Der Wahrheitshüter. Dum, dum, dum. Oh, am Platz für heiliges Artefakt. Relikt. Hier könnt ihr ein heiliges Relikt einfügen, um eure Waffe zu verbessern. Und hier ein eisernes Artefakt. Relikt. Hier könnt ihr ein eisernes Relikt einfügen, um eure Waffe zu verbessern. Alles klar. Was ist das jetzt hier? Ah, das ist Auge von Tür. Das haben wir ja. Und hier... was ist denn mit der Maus los? So, Licht des Wahrheitshüters. Passiv erhöht den verursachten heiligen Schaden um 5%. Bam! Kosten 100 Artefaktmacht zum Erlernen der nächsten Stufe klicken. Bam! Wo steht meine Artefaktmacht eigentlich? Ach, da. Bam! Hat sich aufgeballert. So, das ist Glaubensausrüstung Rang 3. Rang 0 von 3. Wenn eure Gesundheit unter 40% liegt, ist eure Rüstung um 10% erhöht. Mhm. Also mal dreimal stärken wird es wahrscheinlich um 30% erhöht, aber 40% weniger. Dann können wir nach hier quasi gehen. Opfer des Gerechten verringert die Aktivzeit von Segen der Aufopferung um 60 Sekunden. Und wenn wir hier lang gehen, rechtschaffener Kreuzfahrer, Rang 0 von 3. Erhöht den von Schild des Rechtschaffenden verursachten Schaden um 3% sowie die Schadensverminderung, Verringerung durch Schild der Rechtschaffenden zusätzlich um 1. Ich hab grad gesehen, man kann ja da machen. Ist ja ein schneller Weg. Zack, 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 bist du da. Und hier, naja, der gleiche Weg nach da, bist du hier. Okay, bringt wenig. Also müssen wir gucken, was die beiden bringen. Licht der Titan, Licht des Beschützers. Heilt zusätzlich im Verlauf von 15 Sekunden um 31.735 Gesundheit. Nicht schlecht. Und er ist Bollwerk des Ordens. Schild des Rächers hüllt euch zusätzlich 8 Sekunden lang in ein Schild, der Schaden in Höhe von 50% seines verursachten Schadens absorbiert. Ist ja auch nicht schlecht. Also umso mehr Absorption, umso besser ist es ja auch. So, das kriegen wir unterwegs hier. Was war das? Schattenvertreiben. Erhöht den von Licht des Beschützers hervorgerufene Heilung um 10%. Von Licht des Beschützers, was ist das hier? Ja. Um 10, 20 und 30% dann auch noch von jetzt. Also, ist es da 30% von den 35 jetzt hier oder ist das dann... Das sind 65. Naja, gehört. So, unbeugsame Verteidigung. Verringert die Abklingzeit von unermüdlicher Verteidiger um 10 Sekunden, nicht schlecht. Und das ist Bastion der Wahrheit. Erhöht die Blockchance um 2%. Das ist doch schon mal gut. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und wenn man die noch dann
Licht des Beschützers heilt zusätzlich im Verlauf von 15 Sekunden. Ach so, Licht des Beschützers heilt zusätzlich nochmal. Das heißt, ich knall mir einmal eine fette Heilung rein und krieg nochmal 31.000 hinterher geballert. Das ist ja geil. So. Hier haben wir jede aktive duldsamer Getreuer. Jeder aktive von euch verursacht den Effekt von Vorahnung, erhöht die Abklingzeitrate aller eurer Fähigkeiten, die Vorahnung hervorrufen, um 50%. Strenges Urteil. Erhöht die kritische Trefferchance von Richterteil um 9%. Okay, ja. Hatten wir den schon? Ja. Zeit für den Hammer. Erhöht den Hammer Time im Englischen wahrscheinlich. Erhöht den von Hammer der Gerechtschaffenen und gesegneter Hammer verursachten Schaden um insgesamt 15% wahrscheinlich dann. Auch nicht schlecht. Oh, Weihe. Flammenweihe. Kann man dreimal skillen. Erhöht die Dauer der Weihe bis um 3 Sekunden. Dann sind wir bei 10. Auch nicht schlecht. Schmerzhafte Wahrheit. Rang 1. Während unermüdlicher Verteidiger aktiv ist, fügt jeder Nahkampfangriff, der euch trifft, dem Angreifer 5085 heilig Schaden zu. Ist auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Was haben wir hier mit Vorlagen? Ach so. Ja, so sieht's jetzt aus. Findet eine der Säulen der Schöpfung. Findet das Herz des Lichts und bringt es in eurem Orden. Zahlt in Sicherheit. Schließt den ersten Meilenstein ab. Sieht auch cool aus. Licht der Titanen. Schließt die Ordenskampagne der Klasse Paladin ab. Schon geiler. Oh, schön, der sieht cool aus. Der gefällt mir gut. Oh, das sieht ein bisschen nach Wald aus. Göttlicher Beschützer. Da kriegen wir einen Hammer als Skin. Schließt die Questreihe Gleichgewicht der Kräfte ab. Das ist hier, schließt der Erfolg erfesselte Monster. Das ist richtig Paladin-Style, finde ich, so von den Farben her. Das passt richtig gut zum Paladin. Schließt in Dungeon Herausforderungsmodus mit einem Schlüsselstein der Stufe 15. Gott, wie macht man das denn alles? Schließt in Erfolg Ruhm des Helden von Legion ab. Schutz des Sohnes Wächter. Schließt die Quest der Lohn des Sieges ab. Nachdem ihr Prestige Stufe 1 Rang 50 erreicht habt. Prestige Stufe 1 EVP oder? Krasse Scheiße. So, quatschen wir mal weiter mit dem. Das Schmieden neuer Stärke. Ich werde weiterhin das Licht anflehen, die Macht eurer Waffe zu verstärken. Im Moment sollte die hinzugewonnene Stärke vollkommen ausreichend sein. Ja, danke. Logistische Angelegenheiten. Ich denke, wir sind bereit, der Legion auf den verheerten Inseln erneut unsere Aufwartung zu machen. Lord Grayson Schattenbruch hat sich freiwillig gemeldet, unsere Bodenstreitkräfte zu koordinieren. Ihr solltet gleich mit ihm sprechen, Hochlord. Sprecht mit Lord Grayson Schattenbruch. Wo befindet sich denn unser Lord Grayson Schattenbruch? Komm mit Lord Maxwell. Ich bin Hochlord, ihr seid alles nur Lords. Werte Lords und werte Ladies. Hier steht er ja schon. Ist aber schick hier. Puppen zum Testen. Aha. Uiuiui, was ein eher für ein fettes Schwert. Lord Schattenbruch, der Hochlord möchte die Ergebnisse eurer Mission auf den verheerten Inseln. Ist ähnlich für ein Typ, ey. Ja, ein Taurenpaladin finde ich sowas von unnötig. Sieht so scheiße aus, ey. Aber gut, wer es mag. Es ist an der Zeit für einen Gegenangriff auf die Legion. Ja. Ein solider Plan. Die Legion glaubt, wir wären noch von der verheerten Küste geschwächt. Sie denkt, wir könnten uns nicht wehren. Lasst uns den Dämonen das Gegenteil beweisen. Wir arbeiten hart daran, uns einen Augenblick über die verheerten Insel zu Überblick über die verheerten Insel zu verschaffen, um möglichst viele Informationen über jede der Regionen zu sammeln und unsere Angriffe vorzubereiten. Wenn ihr euch mit der Karte vertraut gemacht habt, solltet ihr sofort nach Dalaran aufbrechen, um euch in die Höhle des Löwen Und euch in die Höhle des Löwenbad. Ich habe wenig geschlafen letzte Nacht, also war zu lange wach und zu früh aufgestanden. Ja. Wir werden diesem Wahnsinn ein für alle Mal ein Ende bereiten. Das Licht stehe uns bei. Wählt euren ersten Angriffspunkt auf den verheerten Inseln aus. Okay, wir machen das an dem Teil wahrscheinlich.
Okay, wo wollen wir uns denn jetzt hier angreifen? Wo wollen wir die denn angreifen? Das Geile ist natürlich nur, wenn das jetzt hier jetzt erstmal Stunden dauert, bis der hier dieses Ding anschmeißt. Danke! So, Hochberg. Was steht denn dazu? Asuna. Das einst idyllische Inselparadies Asuna wird überrannt. Die Legion lässt von oben herab Tod regnen. Die Naga und Könige Ashara erheben sich, die Königin Ashara erheben sich aus der Tiefe und die verfluchten Geister der früheren Inselbewohner erwachen. Alle scheinen von einem mächtigen Relikt angezogen zu werden, das tief innerhalb der Elfenruinen verborgen liegt. Klickt, um den Spielerbericht anzusehen. Verlorenes Paradies. Erzmagier Erkatka plant eine Expedition nach Asuna. Ihr solltet ihnen unverzüglich einen Krasus Landeplatz in Dalaran aussuchen. Sprecht mit dem Erzmagier. So. Ach, Erzmagier Kakka hat uns vor kurzem Informationen über Wald Scharan zukommen lassen. Es scheint gute Neuigkeiten zu geben. Die Kirin-Tor haben gleich dort drüben ein permanentes Portal nach Dalaran eingerichtet. Er möchte, dass ihr auf Krasus Landeplatz aufsucht. Sprecht mit Erzmagier Kakka. Worum geht's denn da? Der uralte Wald von Wald Scharan ist die Heimat des Halbgottes Szenarios und die Wiege des Druidentums. Malfurion und Sturmgrim ist in diese heilige Wälder zurückgekehrt, um seinen großen Mentor zu sehen und die Tränen von Elun wieder an sich zu nehmen. Sturmhain. König Gen Graumene bereitet sich darauf vor, mit der mächtigen Himmelsfeuer zu den Klippen von Sturmhain zu reisen, um die Aegis von Agramar aufzuspüren. Doch dieses Land dient als Heimat für einen uralten Vrykul-Clan. Vrykul-Clan. Oder so. Kuckucks-Clan, keine Ahnung. Dessen Anführer ebenfalls die Macht der Aegis für sich beanspruchen will und vor nichts Halt macht, um an ihre Macht zu gelangen. Ja, bla bla bla. Kirin-Tor spricht mit Himmelsadmiral Dödel. So, und der Hochberg ist eine der letzten Grenzen der verheerten Inseln und beherrscht den nördlichen Horizont mit seinen zerklüfteten Gipfeln. Seine trügerischen Steilpfade bieten sowohl den edlen Tauchenstämmen als auch den primitiven unterirdischen Drogbar eine Heimat. Ihr unsicherer Frieden wird durch die unerbittlichen Marsch der Legion auf die Probe gestellt. Ja, wo wollen wir denn jetzt hin? Ich hab Bock auf mein Furion und wir gehen dahin. Sprich mit Erzmagier Katka auf Krasses Landeplatz. Okay. Mupi. So, dankeschön. Hallo. Glück da draußen. Wir wissen, dass wir stehen das gemeinsam durch. Ja. Sind wir verheiratet oder was? So, wo war denn jetzt hier Katkas Gegenüber, hat er gesagt. Ah, da ist doch was. Da geht's nach Dalaran. So, bevor ich da reinporte, bedanke ich mich aber bei euch für die Aufmerksamkeit. War zwar vieles Gelese und wenig Action, aber das wird jetzt anscheinend anders werden. Ich erspare uns jetzt allen hier, oder beziehungsweise auch euch, den Ladescreen. Ich muss ihn ja leider ertragen, ja, mit dem lahmen Arschrechner. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Lasst einen positiven Kommentar da oder Daumen nach oben, wäre auch nice. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, schön Abo dalassen, wenn ihr es schon getan habt. Und fleißig Videos teilen, wäre super von euch. Ich danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit, freue mich auf euch in der nächsten Folge und bis dahin, haut rein, ciao!